Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video meinerseits. Ich bin euer Pyro und heute handelt sich das Video um Sketchbook. Das Zeichenprogramm, welches ich seit einiger Zeit benutze, ist jetzt kostenlos in jeglicher Hinsicht. Ich habe die Pro-Version davor abonniert gehabt, was 30 Euro im Jahr kostet hat. Es gibt auch oder gab auch eine Lite-Version, die nichts gekostet hat, hatte aber etwas weniger Features. Und jetzt hat Sketchbook oder besser gesagt Autodesk gesagt, dass sie komplett das Sketchbook, das Programm kostenlos anbieten. Kurz, wer nicht weiß, was wer Autodesk ist, habe ich hier gerade mal. Hat unter anderem zum Beispiel für die, die mehr in 3D-Druck sind, Fusion 360, AutoCAD oder hier seht ihr gerade mal so einen Überblick von Programmen, die erstellt haben. Und die haben halt unter anderem auch für die Zeichner und Illustrierungen oder Illustratoren, generell für Zeichner, Sketchbook rausgebracht. Und ja, was es ist, was es alles kann und warum ich es gerne benutze, das seht ihr jetzt. Sind hier auf der Sketchbook-Seite und jetzt geht es erstmal darum, wie bekommt ihr das Programm? Das Programm ganz einfach. Ich werde es auch in einem Link verlinken und in der Videobeschreibung. Kommt ihr ganz einfach drauf. Das ist die Startseite. Und als allererstes kommt hier natürlich, Sketchbook ist jetzt gratis. Dann kann man hier einmal auf Erfahren Sie mehr. Das gibt dann einfach, warum es jetzt kostenlos ist. Gehen wir gerade mal kurz drauf. Und was alles dahinter steht. 30. April. Heruntergeladen haben, bekommen haben, wie auch immer, die zahlen nicht mehr. Alle, die es davor schon hatten, durch ein vorheriges Abonnement, zahlen noch das jetzige Jahr, aber das darauf folgende nicht mehr. Das kommt dann auch hier in der in dem Text. Und wenn ihr dann das Programm haben wollt, könnt ihr hier direkt auf Herunterladen. Der beginnt automatisch. Wenn nicht, könnt ihr hier auf drauf gehen. Ich lasse mir gerade noch mal kurz runter. Ihr könnt auch, was ich auch sehr gut bei Sketchbook finde, ihr habt eine sehr, sehr große User-Plattform und Support-Plattform, die man hier sieht. Ja. Dann, wenn ihr das alles installiert habt, habt ihr auf eurem Desktop ein Icon, das so aussieht. Das ist euer Sketchbook, je nachdem, ob ihr es auf euren Desktop zieht, ich habe es gemacht. Habt ihr ein Icon, das so aussieht, oder hier in der Leiste, und da könnt ihr gerade mal drauf gehen.